Okay. Wir stehen vor einem Kino und wollen heute wissen, was die Passanten von 3D-Filmen halten. Eines guten 3D-Films aus. Was ist da, dass einem schwindelig wird oder was passiert mit ihm da? Dass einem schwindelig wird und wenn man merkt, der Film ist nicht nur auf 3D ausgelegt, weil manchmal bringen die extra Kamerafahrten rein, wo man merkt, das wäre bei einem 2D-Film nicht der Fall gewesen. Gut, und dann haben wir uns noch eine Frage überlegt. Sind Sie bereit, mehr Geld dafür auszugeben? Oder? Ja, ich kann es mir aussuchen. Es gibt die auch in 2D. Und wie viel würden Sie mehr bezahlen wollen? 2-3 Euro. Vielen Dank. Haben Sie schon einmal einen 3D-Film? Ja, haben wir. Welchen denn? Das war Harry Potter, die letzte Folge. Was macht die besondere Qualität aus für einen 3D-Film? Also ich würde mal so sagen, man könnte da viel draus machen, wenn man es ein bisschen zurückhaltender macht. Das war in dem Fall sogar noch ganz gut gemacht. Aber es gibt ja auch die Dinger, wo man da so unmittelbar angegriffen wird. Also, wo es ein bisschen zu intensiv wird, finde ich. Ich fand gerade jetzt in Harry Potter nicht schlecht, weil es nicht so viele Effekte waren. Also es hatte schon eine Wirkung. Also wenn das jetzt so nur um so weiß ich, Ballerei oder irgendwie so Action-Sachen ging, würde mich das nicht interessieren. Aber so fand ich es gar nicht so übertrieben. Gibt es denn so einen bestimmten Film, den Sie gerne auf 3D sehen? Also wahrscheinlich eher ein romantischer Film oder? Also hier so Natursachen finde ich natürlich toll, wie hier bei Grenzgang oder so, ne? Wenn das 3D wäre. Also ich glaube, da würde man sich noch mehr in der Sache eingebunden fühlen, ne? als mit zweidimensionalen Dingen. Und sind Sie bereit, dafür mehr Geld auszugeben? Oder? Unter Umständen ja. In welcher Preislage? Also wie weit würden Sie? Ich weiß, wir haben es jetzt geschenkt bekommen. Wir sind erst das dritte Mal, glaube ich, bei diesen Grenzgang-Sachen und haben es immer als Geschenk bekommen. Deswegen weiß ich gar nicht genau, was es hier überhaupt kostet heute. Geschwärzt. Ja, genau. Und ich würde dann schon so 20 Euro die Karte würde ich schon bezahlen.